Oh, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Da gab es aber zwei Spieler mit Namen Ashley und Mitch Randier. Sogar behauptet, dass Justice ihn angefragt hätte, zu denen zu kommen. Oder hat angefragt, irgendwie so. War mit Miss Randier irgendwie so ein Jester gewesen? Keine Ahnung. Ashley sagt mir Ashley? was. Das ist Ashley ein. sagt mir nichts, aber Miss Ashley ist Ran. ein Ranger von Dan, glaube ich. Oder. Nee, Dan. Miss Randy war Miss Randy nicht sogar der gewesen, der irgendwie auf 120 gelevelt hat und dann nie wieder angekommen ist damals? Oder sowas. Hatte ich die Chance, dass er nie wiederkommen wird? Gerade auch nicht. Alt die Horde erreicht Level 3. Oh, lol. Schon wieder safe. So ein LOL. Kann ich beide Cages aufmachen? Vor allen Dingen auch ein High-Key. Ja. Alti, vielen, vielen, Hi, vielen Wahnsinn. Dank für deinen Sub. Monate. Alti. Nicht Alti, sag ich schon. Icy. Relock mal bitte. Du hast den HP-Bar-Bug. Nervig. Do you know how much Rim is set plus A28 HP? Bleib ich dann noch hier? Hier Ja, dran oder einfach, was? ja, einfach F5 drücken. Ich habe gerade F5 in meiner Echse. Ja, du wirst doch F5 auf der Tastatur haben. Ja, aber ich bin ja im Dings. Ich habe eine Ja. Echse auf. Ja, dann Relock halt einfach. Was? Pretty hard to Einfach say. ausloggen, einloggen. Ich mache einfach Lock out. Ja. weg. Maybe 500 million Penya? I don't know. Depends on your server and could be different each server. Onans. Ornans? Onans? Was du das letzte Mal Mundfall. gesagt hast. Was war das? Weiß ich nicht, ich hab einen Unfall. Ich habe auch einen Unfall. Warum hast du einen Unfall? Reckless? Wieso? Mobs Bin machen ich so. nicht aus. Unfall. Reckless hat auch einen Unfall. Nandale? Ich weiß nicht, ob bin abgehauen. Ich hab Angst. Ich muss rusten. Kurz Pipi. Den habe ich nämlich in meiner Freundesliste. Der ist seit Dezember nicht mehr online gewesen. Ich weiß nicht, wer genau es war. So ein Jester. Irgendwas dimmert mir da aber genau. Der Bug immer noch da? Du relockst denn nicht? Ich hab mich eben Storm. auf Charakter Storm gewechselt. Peak droppt auch Muss nur einfach High raus, wieder Keys. reingehen. Und dann kann man auch nur High Keys droppen, wenn nur Ist High du noch Keys da oder gedroppt was? werden. Nein. Nein? Ihr seid doch alle blöd. Kann ich auch wieder den hier machen? Alti, du musst aber auch mal gucken, ich habe auch ein Asal-Emote. Moin, moin. Aber offenbar weißt du ja, wen ich meine. Ja, so ein bisschen vielleicht. Araro? Araro? Sorry, ich hab Pipi machen. Ich mach Pipi machen, ich glaub's ja Ich wohl hab nicht. Pipi machen. Ich hab's doch gesagt, dass ich gehe kurz. Hab ich Mein gesagt. Englisch ist one wall free. Ja, wirklich. Ich hätte es nicht besser sagen können. My English is not the yellow from the egg. Ja, yeah, it's Ja, on wall wenn free, dann. einwandfrei, ne? Ja. Wenn ihr GT haben wollt, dann müsst ihr. Gar nicht. Überwertet. Oh, du hast eh kein Tor. Crema 4, vielen Dank für dein Follow. Was ist wollt ihr gleich resetten, oder? Denke ich mal, oder? Können wir uns drauf einigen, können wir uns drauf Sven, einigen, was denn? Hallo? dass Revan pull? Können doch nichts, oder? Nee, können sie eigentlich auch nicht. Aber warum sind alle Weil, gestorben? ja, keine Ahnung, weil. Was für Irgendwas Curses hat sind auch schon alles wieder kommen, alle? das halte ich für ein Gerücht. Ich habe das Gerücht gehört, wenn der Tank stirbt, dann sterben die DDs auch ziemlich kurz danach. Was? Nein. Ist der Tank gestorben eben, oder was? Gerücht. Nee. Ich bin nicht gestorben, ich hatte einen Unfall. Ah, warum denn? Ein paar Leute hier sind ausgerutscht und dann lagen wir ein bisschen auf dem Boden, weil es halt Ja, es ist eisig auch glatt, ne? Ja, genau. Ja, und die Gleise sind auch scheiße, da stolpert man so schnell drüber. Das ist nein, 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 wenn der Tank stirbt, ist der Heiler schuld. Jasmin. Man muss ja. bedenken, das ist jetzt bald ein Jahr her, da weiß ich nicht mehr viel von er, ich auch und nicht. Wenn die, und wenn die Gruppe stirbt, wenn alle sterben, ist der Tank schuld. Das war beides der Fall, also es ist diesmal nicht Icy's Schuld. Oh nein, der Heiler hat doch überlebt.
Ich finde, mit der Entscheidung vorhin hast du die Gruppenmotivation so in den Keller gebracht. Deswegen sind alle gestorben. Doch meine Schuld. Ja. Sehr gut. Einfach alle komplett demotiviert. Ja. Können alle gleich vier Kisten aufmachen? Erste kommt gleich. Reckless, lauf einfach weiter. Wir resetten die. Einfach resetten. Aber einen müssen wir noch killen. Ja, kommt noch. Wir laufen erstmal vorne. Ja. Wie beim Hasenboss, hier gibt's auch Kisten? Nee, hier gibt's keine, oder? Was für diese neuen Kisten? Ja, die sind random verteilt im ganzen Dungeon. Okay. Drei Stück oder so, zwei, drei Stück. Muss mal aufpassen, hier kommt gleich irgendwo der Boss her. Muss ich beim Boss dann irgendwie pur Star gehen oder so? Nee. My Indian language is not very good. English is my native English speaking language. Ganz klar. Das hört man ja auch raus. Ja, klar. Definitiv. Genau von dieser Aussage hört man das raus. Ja. Deutsch mache ich halt nur so nebenbei, so, ne? Das hat sich irgendwie ergeben. Klingt ganz lustig. Darf ich hier Dings ausmachen? So mit Effekte, ja, oder? Naja. Klar, vier Stück in Storm Peak. Und wo ist die? Spawnt die erst danach denn irgendwann, oder? Ja, nee, das mit den Anzahlen, das variiert immer. Das ist immer keine feste Anzahl. Ich bin 8-mal rein und immer 4 Kisten. Patrick meint, es sind immer 4 Kisten. Nein. Also Dose und ich waren auch drin, da hatten wir 3 Kisten. Da hat sich Dose einfach heimlich eine gesneakt. Ja, das kann natürlich auch sein. Nix gesagt. Ja, da wollten wir nicht teilen. Ja. In der Tasse. Eigentlich der coole Jojo-Skin schon drin? Nee, noch nicht, oder? Welcher? Na, den wir beide so gefeiert hatten bei der Vorschau zum Ablauf. Doch. Das ist jetzt Lucifer. Nein, das ist der aus dem Darken 3 Dungeon, dass du die ersten Mobs killen kannst. Da droppt das. Ach, echt, ja? Ja. Wann kommen jetzt Monster, die man 101 klatschen muss? Die Hunde. Die Hunde, sind das dann. Die nächsten schon, oder? Nee, danach kommt Yeti und danach die Seefrierenhounds. Sollen wir dann die jetzt Yetis noch. Können wir gerne AOE machen, wenn ihr wollt. Ja. Vielleicht sollen wir danach Dosolid geben für AOE. Doso, lass dich nicht unterkriegen AOE von Kira. Doso. Der ist wahrscheinlich schon wieder eingeklagt. Ich bin da, hallo. Hallo? Hallo. Konzentriert. Ja. Zumindest einer. Übertreibst du mit dem Pullen nicht, Dose? Was? Ich hab Angst vor den Punkten. Ich fühle mich hier unsicher. Die Punkte, ne? Ja, wo soll ich hin? In der Backline einfach um ihr Leben. Oh, da ist was passiert. Solange die Hälfte noch rumläuft. Da ist was passiert. Gott braucht Heal. Okay, X-Vades, das ist nichts Neues. Ist ja schon das Schlimme. Ich nehme das voll ernst, ne, mit dem Jester AOE. Bei Way of Life? Oh Gott. Kannst du auch deinen Katrias anziehen und einfach reinauen? Theoretisch könnte ich Katria anziehen, STR-Pad auspacken und alles sowas. Nee, wie viel Schaden man da rausholen kann. Wer war denn das? Irgendwer Level-Tor so sein.
Jester zurzeit, weil er kein richtiges Set hat. Tele oder so? Hat er einen Jester? Ja, es war Xarika, ja. Alter! Das war gerade sehr. Ja, da konnte ich nichts mehr machen, ganz ehrlich. Ja. Also mehr als vielen und Barrier of Life und Holy Guard und alles. Ja. Geht nicht. Es sind da doch ein bisschen viele gewesen, wahrscheinlich. Vielleicht waren es doch ein bisschen viele. Oh, Scheiße. Oh, fuck, wie viele hab ich? Bitte ja, keine Kraft, einige. Dankeschön. Ich hab alle von dir, Kira. Klappt wie das da? Tja, Justice. Justice, bewerbt euch! Wir haben einen Heidenspaß! Das läuft alles perfekt. Der Scheiße, ich krieg die denn gar nichts hin. Max, der hätte nur einen Chester. Ja. Araro, ich kann dich gerade nicht bluffen, tut mir leid. Müsste mal Master von 60 auf 70 nur mit Hit and Run Skill leveln. Gucken, wie gut ist das. Oh, das kannst du machen. Der Blade könnte auch so ein Ranged AOE vertragen. So eine Axt einwerfen oder so. Oder der Blade hat einen Blinkpool bekommen, was willst du mehr? Ja, noch ein Ranged AOE. Der Skill ist aber wirklich cool, muss ich sagen. Der Skill, ja, Skill ist echt geil. Feier den. Ja. Man sollte den Lebensbalken einfach irgendwo hinschieben, wo man ihn nicht sieht. Dann sieht's auch nicht knapp aus. Wir nehmen den Lebensbalken und schieben ihn woanders hin. Ich verstehe nicht, warum sie in den Patches und Notes geschrieben haben, dass sie den Fehler behoben haben, dass man im Master keine XP-Squads nutzen konnte. Gehen doch. Na, vielleicht meinten die von 60 und 80er, diese Boost am Plus? Ja, genau. Ja, die man stacken konnte, die funktionierten wohl nicht. Ja. Ich weiß, Patrick, kennt sich nicht mit aus. Aber die Stackbahn, die meinten die wahrscheinlich. Man kann ja die Stackbahn bis Level 80 benutzen. Dann sollte man das auch dazu schreiben. Ja, man sollte. Was die am Ende machen, das ist natürlich. Lauf raus da, nein. Was passiert hier? Hier passiert was. Okay, ne, wir dead. Justice. Ja, Justice. At its best. Ja, mit nur einer M ist halt ist schwer, ne? Die sind so viele Punkte hinter mir die ganze Zeit. Warum genau haben wir von denen wieder so viele gefüllt? War nicht noch so viel aus. Naja, eigentlich ging's ja, oder? Bis irgendwie unser Ringmaster gestorben ist. Ja. Deine ist halt schwer. Also macht Spaß, Dose zuzuschauen, wie er hier im Kreis rennt mit den ganzen. Er ist halt Vollzeitprofi, ne? Das hat was Entspannendes. Ja, eigentlich sollten wir da einfach zugucken, oder? Wie er das macht, soll ich. Ich nehme mich auch mit ran. Ich sehe, das können wir schaffen, den Dungeon nicht in der richtigen Zeit. Ich hab gerade auch. Wir sollten wirklich mal loslegen. Okay, Leute, Fokus jetzt. Toll. Lecken. Soll ich durchlaufen bis zu den Hunden? Ja. Und den Dark Elo gehen? Auf der linken Seite ist die Kiste, kannst du mitnehmen. Oh, da ist eine Kiste, cool. Oh. Einfach nice. Nicht. Und auf der rechten Seite ist das Cage, dann mach ich auch noch auf. Arpet, snick ich. Bin ich schneller als du so. Er hat eh kein Heiki. Achso. Muss sich alle abgeben. Ja. Hm. Ein Esper-Klaus, kein A-Pad. Was ist denn hier los?
ein aus dem ersten Schuss. Ah ja, oh, ein Uppet! Ja, GZ. Das ist wieder Streamer-Bonus. Ja. Also ich finde die neuen Dungeons echt gut. Ja, ja. So, lebst du noch? Ja. Ja, ist so ruhig. Du stirbst ja halt die ganze Zeit. Ja. Idee ist Wonderwand, ne? Ja. Und am besten pur Stamina machen, oder? Geh ich mal in Dark Elu? Du kannst pur Stamina gehen, ja. Okay. Top. Es ist halt einfach bequemer als Platon. Okay. Da war noch einer. Und noch ein Stückchen zurücklaufen. Oh mein Gott, wie viele kommen denn hier von den Yetis? Ja, genau. Ich frage mich, warum ich der gerade für ein Viech. Wo ist denn der M? Wenn die immer weiter zum Resetten. Ich nehme alles mit hier. In der Nähe von Kida bleiben, das ist gut für mein Leben. Also Rebuff wäre langsam nice. Ja. Jeden Waffen wollte ich mal nicht sterben. Oh, und vielleicht, ja, genau so. Also. Ja, wir haben halt einen Fehler gemacht. Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Fehler gemacht. Oh, ich bin gestorben. Yetis gekillt. Wir haben zu viele Yetis gekillt, ja. Geh mal lieber zum Tank rüber, oder? Hm. Weil der hat ganz schön viel gepult. Ja, Wyvern braucht viel. Gleich, Fischchen. Alter! Lauf doch einfach weiter, dass ihr die Yetis nicht mehr hinten dran habt. Ach, jetzt machen wir die einfach. Ich will weglaufen, wir kriegen ins Target Save. Sieger Content. Klar, oh mein Gott. Ich hab das Gefühl, Icy stirbt gleich. Ich nicht, mir ist Bus da, alles gut. So. Also Icy ist hier doch in seinem natürlichen Habitat, oder? Mhm. In seinem natürlichen Habitat. Er mag Dinge, die explodieren. Was? Ich hab gesagt, er mag Dinge, die explodieren. Ja, das war jetzt eher auf die Eis-Schnee-Ini bezogen, aber okay. Nein. Ja, Dinge, die explodieren. Lass mal es einfach so stehen. Nee, ist wegen dem Dings, was ich eben gepickt hab. Ja. Diesen Curse. Digga, du bist gestorben. Wer ist gestorben? Das ist lustig. Dosu? Da, ui. Was denn? Peinlich. Nee, der ist einfach nur weg. Der ist einfach weg. So. Reckless wäre gerade fast gestorben. Er macht doch schon. Das macht ja in manchen Situationen auch am meisten Sinn. Bei den Wölfen muss man es nicht unbedingt bei den Skeletten. Nein! Nein. Ach, das ach, man muss nicht, aber es ist gelaufen. Ach, du bist ausgerutscht. Ist was? Richtig gut. Gehst du nicht mit? Mit einem Elementor. Leuchte mal Buffs, bitte. Wir werden nicht noch einen Dungeon schaffen. Wir müssen gleich Siegedruhe machen, 20 Uhr. So, ja, stimmt. Stimmt, da war ja. Da müssen wir aufpassen. So, ja. Hey, unser RM ist weg. Mace_gaming_tv stürmt den Stream mit 9 Leuten. Mace, vielen Dank für deinen Raid. Ich hoffe, du hattest einen nicen Stream. Und ich hoffe, dir geht's gut. Mace. Maisy Maze. Wollte er nicht eigentlich auch mal in die Gilde kommen? Weiß ich nicht. Wo war er denn in welcher Gilde? Bloody. Oh Gott. Bloody. Maze? Endlich mal eine Waffe bei Rift.
GZ-Maze auf jeden Fall dazu, weil ich halt nicht zugucken konnte, ne? Wahrscheinlich deswegen. Oh Gott. Unfall. Ja, ein Unfall. Aufpassen, Leute, rutschig. Ob sie Bloody Axt. Ja, besser als gar nichts. Netter Skin vielleicht. Wenn die explodieren, machen die 10k Damage oder was? Na, die circa, ja. Die machen auf jeden Fall 4, ja. 10, 11k so. Okay, ich brauche auch Rebuff. Ist Red Meteor Easy immer noch schwieriger als schwer? Nee, das haben sie gefixt, aber die Droprate ist auf jeden Fall immer noch. Die haut immer noch nicht hin. Das patchen sie wohl eventuell beim nächsten Patch. Ist die Droprate zu gut für Easy? Nein, nicht. Die ist allgemein zu gering, die Droprate. Dürfen wir wieder 2 Wochen drauf warten? Ja. Dankeschön. Frühestens, also kann auch sein, dass es noch länger dauert. Ja. Wir haben gesagt, dass es versuchen, zum nächsten Patch hinzukriegen. Ich frage mich, was die 2 Wochen lang machen, ne? In Urlaub. Urlaub. Verdient. Nachdem das große Update durch ist. Also da braucht schon echt eine Leistung, so viele Fehler reinzuprogrammieren. Deswegen auch so lange gebraucht, bis Herbst-Update. Pandeman, wie geht's, wie steht's? Gut für mich, ne? Das ist gut als Jester, ne? Dass man ein bisschen Range hat. Für den Trash hier auf jeden Fall. Die schaukeln in Eier jetzt, Kappa. Vielleicht nicht nur Kappa. Die arbeiten am Winter-Update 2023 wahrscheinlich. Winter-Update? Was im Herbst 25 rauskommt. Ja. Also die Roadmap dann, ja. Hätte man müssen, haben die nicht auch irgendwie gesagt. Also gab es nicht schon irgendwelche Papiere, dass sie bald ein neues Update liefern müssen, hier dieses Jahr noch oder so? Nee, das war das, was jetzt kam. Das war das, schätze ich mal. Sape, du könntest mal kurz Party geben, dann stack ich nochmal. War jetzt die Guard, ja? Guard, ja, ja. Genau. Aber brauchen die gar nicht mehr, hä? Ne, weiterlaufen. Jetzt beginnt der Spaß. Du hast dich doch umgenannt mit deinem Knight, oder? Nee. Nein. Nee. Das ist nicht der Knight von mir. Ich hab sonst getankt. Nandale, ja. Wie weißt du, dass Reaver noch einen anderen Knight hat, der irgendwie anders hieß? Ich hatte mal ganz, ganz früher einen. Also er hieß wirklich früher mal anders, aber ich glaube nicht, dass du den kanntest. Ja, also sagen wir einfach mal, ich kannte den. Das ist jetzt nicht doof da stehen. Ich meine, der war irgendwie so Level 80 rum, als der einen anderen Namen hatte. Ja, das muss von daher gewesen sein, ja. Es hat sich so eingebrannt, wisst ihr, dadurch bin ich jetzt durcheinander gekommen. Ah, hier davon, von denen muss ich jetzt hier auf welche killen für die Quest. Wir müssen eigentlich 50 davon killen oder du musst 100 killen davon, ne? Du musst auf jeden Fall viele killen, 80 für die Quest. Ja, 80 für die 80, Quest. 37 habe ich schon. Wenn okay, die ja anpennen. Wir werden auch nicht die 100 voll machen, die 80 voll machen. Bitte. Ich kann es nicht mehr checken. What? Ich kann ihn nicht anhängen? Was ist denn das für ein Quatsch? Wie ist das bei denen hier? Kann man hier die Visuals wegmachen, um das zu sehen, oder muss man die anders? Ja, ja, ja. Hieß dann halt möglicherweise Joghurt, Jochen? Nee. Wo bleibt eigentlich Sü? Aber wo ist denn eigentlich Vince? Der hieß doch Joghurt, Jochen mit irgendwem, oder? Mit seinem BP oder so. Hat die Level 3176, wie geht das? Ganz normal, oder? Ich hab doch mal gehört. Ja, Madara war P, hat Party hochgelevelt. Über ein halbes Jahr lang. Das Ganze nennt man Levels. Aber das ist ja ein richtig trauriger Stream, das heißt, heute stirbt die Party, ja? Ja. Ah. Leider.
Wir hatten die über ein halbes Jahr. Gute. RIP. Ein halbes, ja, seit Ende Dezember hatten wir die, ne? Ja. Nicht schlecht. Was? Das ist auf jeden Fall krass. Also ich glaube so, weiß nicht, ob ich mal so ein hohes Party-Level gesehen habe. Hattet ihr schon höhere? Nein. Nee. Oh. Hier, Legendenparty hier. Ja, der Twitch-Chat ist live dabei. Ja. Dass er nicht konnte. Beim Tod. Ist wirklich. Das ist keinem. Highlight des heutigen Streams. Den zweiten Tag ist die. Ach, du hast noch Service? Ich nicht. Nee, in einem Ruhestand. Service. Service macht er momentan nicht. Im verdienten Ruhestand ist du so. Oh, guck mal, ja, zack. 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 Ausgerutscht. Huh. Nichts passiert, ne? Man hat nicht gesehen, dass ich gestorben bin. Das ist einfach passiert. Das, so eine Fähigkeit nennt sich Totstellen. Ja, das war einfach. Ja, genau. Hat wohl jemand viel WoW. Einfach ein Emote. Genau, ja, du so den Ruhestand, der hat genug gearbeitet. Ah. Vor allem in Fantasy gibt es auch so einen Emote, das heißt toter Mann. Nee, in WoW ist ein Skill. Skill. Alles klasse, mein Skill. Ich war ja, ein Hunter, also. Mit Maxa, vielen Dank für dein Follow. KeckW zu teuer an, ich finde KeckW ist jetzt angemessen mittlerweile. T-Beef, auch danke für dein Follow. Ich fand das vor ein paar Tagen so genial. Da hattest du, glaube ich, in deinem Loadchar irgendwie die Ini gemacht. Ich habe gerade eingeschalten und in dem Moment bist du gestorben. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich glaube, da war irgendwas. Mit ich glaube, ich hab meinen Sub erneuert oder so, also meinen Prime. Ja, ja, erneuert, stimmt. Glaube ich, mit. Ja. Ja. Einfach super Timing. Free to play ist anfällig. Okay, noch. Boah, wir haben erst die Hälfte so von den Dingern. Mhm. Dauern leider ziemlich lange. Ich habe danach nur noch den einen General und den Demon Lord. Wenn jetzt los. Braucht ihr mich fürs R? Oh. Muss leveln. Raktor fürs R. Hä, ja, klar. Ja, das ist. Wir nehmen einfach meinen Free-to-Play-Char mit in die Gilde und das ist ja das gleiche eigentlich. Jetzt Level 40. Eine dumme Frage. Ja, klar. Du schreibst da einfach auf dem Bildschirm eine 1 davor und dann geht es. Ja. Aktuell sind nicht die 2 Stunden langsam um, dass du pünktlich zu Secret Room fertig bist? Flo, das gibt's eine gelbe Karte. Hat er seinen letzten Ballon gezündet oder was? Weiß ich nicht. Kam Telefonat dazwischen. Bam. Charakter, du weißt, unnötig geht nicht. Liebe Karte. Diem. Oh. Denn der M ist tot. Oh, was? Come on, wirklich? Achso, deiner? Ich dachte schon. Nee, meiner, der steht vor Red Meteor. Baum. Okay. Dadurch, ich hasse. Jetzt liegt er da. Aha!
unser Auslöser-Sam ist auch gerade tot. Was? Achso, ja, ja, der Rest ist Aushilfs-Sam ist. Ja. Aushilfs-Sam ist hingefallen. Diese Bahnschienen hier. Lol. Was ist denn hier los? Im Moment ist meine MP gerade leer gewesen, ich hatte keine gefunden. Die Bahnschienen. Es waren die Bahnschienen. Genau in dem Moment ist mein Raffold abgelaufen. Das gleiche könnte ich auch fragen. Frechheit. Frechheit. Auch die Leute fürs R? Nein. Dass diese Kreise größer sind, als sie angezeigt werden, ist einfach frech. Wir brauchen jede Hilfe. Die Power-Ups sind ja auch abgelaufen. Okay. Vielen Dank. Achso, das ist Wasser. Wir brauchen noch 4 Stück. Ne, 6 Stück. Wir müssen noch ein bisschen zurücklaufen, ne? Hä? Das dauert jetzt ein bisschen. Da. Hey, aber da vorne kommt doch keiner mehr. Na doch, es kommt noch ein paar. Natürlich, komm da. Kommen noch welche? Ja, ja. Ja, was weiß ich? Ja, du brauchst gar nicht so viele Pullen. Lass lieber hinten welche Pullen, da haben wir mehr Platz beim Zwischenboss. Ehre, Mace. Er ist mich umgebracht und dann ist er erstmal weg. Ari, was geht, was geht, was geht? Ey, geiles M hast du, Ari. Wirklich. Mace. Was hat der auch auf PC? Wie oft willst du diesen Namen jetzt noch sagen, Icy? Auf Icy redet über Mace. Ich glaube schon, oder? Auf Devos damals oder Yggdrasil oder was? Ich weiß nicht, ob er da oben Macy's. Macy's oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne ihn von dort, glaube ich. Oder hat er jetzt auch schon gestreamt öfter? Nee. Ich sag nee. Devos. Devos hat er gestreamt? Krynix hieß er da wohl. Krynix. Oder Krynix. Okay, nee. Dann bin ich ganz woanders, keine Ahnung. Ari, wann machst du eigentlich Master Quest? Wenn du Level 100 bist. Und check mal die neuen Emotes aus. Brauch nur noch 2. Oh, Veritas, Alter, du bist der Einzige, der da wieder einen pullt, ey. Brauch ja noch eins, oder? Ja, okay, 2, die nehmen wir vorne vom Boss quasi weg, oder? Ah, jetzt steht halt so ein 6er-Pack von den Dingern. Also nie, wahrscheinlich ja. Jetzt pull dir mal die Kiste damit, Akilo. Ach da! Ja. Kira, ich brauch dann auch gleich einen Rebuff, bevor wir den was machen. Mhm. Ah, schon wieder ein Haufen von nichts. Geil. Kann nicht bei den Bossen post SDR gehen? Ja doch, da liegt doch das Boss-Element. Bei dem hier würdest du noch auf Stamina bleiben, wenn du Stamina bist. Danach dann auf SDR. Du musst aufs Timing achten. Boss. Aber auf Stamina kannst du halt hier einfach überall drin stehen bleiben. Du sollst wohl bei Kreisen ausweichen wegen dem PvE-Damage. Ja, da ist doch ein E-Lab dabei. Als Dings? Save, da ist doch was gedroppt. What? Da ist nichts gedroppt. Doch, doch, ein Bock. Hast du wahrscheinlich ausgestellt im Loot-Filter? Nein, da lag ja auch nichts. Ich habe ja geguckt, da war nichts. Ja, ich stand da. Eine Sekunde, bis das droppt. War schon scheiße. Müsste man nochmal im Clip angucken oder sowas, keine Ahnung, aber das habe ich jetzt echt nicht gesehen. Guten Morgen. Ja, warte, wir haben hier noch ein Edge. Das Help hat einen neuen Follower. So, meiner? Bei den kleinen Dingern abbauen wegen PvE schon. Genau. Das war so viele kleine Dinger. Gib mal, das wäre auf jeden Fall cool, Mace. Oh. Seid eine tolle Gilde, sehr, sehr spezielle Spieler. Und wir suchen auch noch. Member, ne? Also, wer ein Teil davon sein möchte, von der tollen Gilde, ist herzlich willkommen. Ich sag einfach ab. Bloß so anschreiben. Am besten jetzt.
Genau. Aber genau, wenn man gerade nicht auf Dose ist, ne? Solange man jede Woche seine 10 KF-Coins immer im Maß hat, ist das alles. Kommt man hier schon irgendwann rein. Man muss es halt nachweisen, aber dann ist okay. Genau. Aber auch nur die ersten 4 Monate, also. Also das sollte ja auch selbstverständlich sein, ne? Oh, oh. Voraussetzungen, weiß nicht, ob wir jetzt die Voraussetzungen nochmal irgendwie umgeändert haben, ansonsten war es Level 110 eigentlich. Ja, also 110, 120. 110, 120. 110, scheiß drauf. Discord aktiv. Discord aktiv, da mal sich sehen lassen, so wie ich, und dann passt das. Aber es ist wichtig, dass man im richtigen Mindset reingeht, als das Level. Seid ihr denn free to pay? Jeder kann sich refillen to payen. Ja, darf so viel payen, wie er will. Also ich hab mich ein bisschen verfahren. Hier wird keiner verurteilt. Nein, nein. Das ist hier wird er angesporen. Naja, jeder muss selber wissen, was er macht im Game. Ob er cashen will oder nicht. Also wir haben ja auch Spieler, die Free-to-Play sind, wenn jetzt paar Leute wissen, ne? Du dich immer aufregst, wenn du stirbst. Nein, ich hab meinen Stream da geschaut, ich schaue so rüber, fuck, au, ich will weglaufen, tot. Nein, geschaut. Du bist ja bei mir kein Stück weggelaufen, du bist. Ich wollte weglaufen, aber es war zu spät. Kontoauszüge der letzten 12 Monate, genau, damit auch einfach bei den Kontoauszügen dann nochmal philosophiert werden kann, wo kann man halt besser investieren in Flife, ne? Also was ist unnötige Ausgaben und so. Aber ich wollte es dann auch Heal vorne. Ja, ja. Die hauen ziemlich gut rein. Ein Rollstuhlfahrer einfach liegen lassen. Nein, komm! Können wir den liegen lassen? Ja. Sind die irgendwie Lifelink? Nee, der stirbt. Okay, gut. Ja, wir können einfach hoch zum Boss rennen, wenn ihr aufhört zu hauen. Ja, warte, ich muss kurz. Cage öffnen. Ich glaube, erstmal Boss killen, oder? Ja, kriegst du auch so hin. Du bist nur Arbeitslose mit viel Geld, bitte. Arbeitslos mit viel Geld. Ja. Das wird schwer. Oder muss ich die Gilde verlassen? Genau, und Dauerstudenten gehen auch. Die haben auch viel Zeit. Brauchen aber auch Geld. Ah, das ist ja egal, jetzt, ja. Doch kein Luck. Durch extrem viel Zeit kann man einigermaßen viel Geld wieder weg. Oder GBW, okay, das dauert noch mit dem Level. Mach dir da einfach keine Sorgen. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass Justice noch eine Weile bestehen bleibt und dann bewerbst dich halt einfach, wenn du soweit bist. Buff nochmal alle komplett nach. Ne? Ja. Chat, welches Level muss man haben? So 110, 120, so in den Dreh rum. Wichtig ist, dass ihr richtig Engagement mitbringt. Ich bin 117 Blade, also 117 Blade hört sich auf jeden Fall gut an. Wie gesagt, du kannst zum Beispiel Ausrufezeichen Gilde oder Ausrufezeichen Justice in den Chat eingeben, dann kommst einen Link zum Discord. Und da kann man alles weitere auf jeden Fall klären. Schreibst einfach rein, dass du Interesse hast, dich zu bewerben bei Justice. Dann wird man sich deiner schon annehmen. Ich glaube, du kannst auch einfach eine Bewerbung schreiben. Wir haben ja oben so einen Bewerbungschannel. Und dann klickst du die Rechte. Dafür, dass du hier in den Rooms kannst. Und dann kann man sich auch mal nett unterhalten, ne? Am besten zu ICA Julian, der ist immer sehr freundlich, sehr kommunikativ unterwegs. Hat halt nichts zu sagen, aber. Was hat doch mal? Das ist aber eine kleine Sache. Ey, du musst auch. Wir haben alle unseren Plan, ne? Wie wir alles ausgeben und sowas alles. Ja, bei Dozo als Gildenleiter von Justice, na, da muss natürlich dann auch dafür sorgen, dass der Laden läuft. Da bleibt für den kleinen Max nicht mehr übrig. Ah, Dozo braucht die Kohle für F-Coins. So, seid ihr ready? Jetzt. Ja. 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 Würden hinten links wieder hinziehen. Oh mein Gott, da ja, bleibe ich erstmal stehen. Ja, und hier pur ist der. Jetzt hier kannst du pur ist der, genau. Ja. Du darfst halt nicht vor dem Boss kommen und natürlich keinen Kreis mitnehmen. Okay. Aber hier kannst du richtig easy pur STR gehen. Ich schon genau. Gleich einen Kreis in Midi und alle. Haben wir jemanden, der dann die Ads wegmachen wird oder abnehmen wird? Ja, kann
Patrick machen? Kann ich machen, ja. Die müssen wir aber killen denn, oder? Ja, also wir machen den jetzt hier, bis er die drei Generals gespawnt hat. Ja. Wenn die drei Generals gespawnt sind, zieht Dose die drei Generals und wir gehen auf die andere Seite. Mit dem Team. Das wird nur den Boss unterhauen. Dann muss man nur den dritten General müssen wir dann. Mace. Easy, danke Mace. Gaming unterstrich TV hat das UFTW gelevelt. Mace unterstrich Gaming unterstrich TV giftet er Tier 1 zur Dose UFTW. Die Health geben 2 Gift Subs in the Channel. Mace, dankeschön für dein Gifted Sub. Jetzt hat Dozo endlich das richtige M neben seinem Namen. Anstatt dieses goldene Master M. Goldene ist ja langweilig. Hm, was für eine Klasse würdest du empfehlen, wenn ich heute auf einem neuen Server starte von 0? Welche Klasse ist damit am besten? Also Elementor eigentlich, oder? Ich finde, man sollte sowieso nicht der besten Klasse gehen, sondern aufgehen, Lust drauf hat. Auf jeden Fall, ansonsten hört man auch schneller auf wieder, wenn man keinen Bock auf die Klasse hat eigentlich. Vor allem safe hier, Ringmaster. Na, Ringmaster, stimmt. Ringmaster eigentlich ist schon fast das A und O. Ja Leute, macht Ringmaster, dann kann ich Elementor spielen. Was? Okay. Einfach 140er Psyche auf dem Kappa. Das ist ja so nervig mit dem Boss, wie es auf der Nächste geht. Solo auf AOE oder was? Zum Beispiel, man kann auch Supporter spielen, aber ich finde AOE mega geil eigentlich. Ja. Bis Level 60. Bis 60 mit Moonbeam und dann umsatteln auf AOE. Wobei mittlerweile theoretisch mit Burstcrack sogar. Achso, aber dafür braucht man, glaube ich, einen Ringmaster am besten. Ja, aber als Free-to-Play und erster Char ist, glaube ich, Moonbeam angenehmer. Ja. Burstcrack hast halt kein Inscaling, ne? Mit Buffs und sowas alles, weiß nicht. Jo, das resettet ja auf Level 60. Ja, aber du hast ja dann vor Level 60 auch keine Buffs. Das stimmt, ja. Ja, das sage ich ja wahrscheinlich lieber mit Ringmaster dann. Wahrscheinlich am besten zwei Assisten hochleveln. Einen zum RM machen und, also zum Buff-RM und einen zum Damage-RM. Gleich zwei RMs. Level 15er Moonbeam-Stick, das Level 5er Gear und eine Moonbeam auf dem Stick rollen. Das geht ab. Nee, den entweder den braucht man nicht auf sich oder man kauft ihn. Ich kann sagen, auf der ersten Chance ist ja halt los. Ihr habt nämlich keine Lust, zwei Accounts zu zocken. Ja, wenn du da keine Lust hast, also AOE-RM finde ich auf jeden Fall geil zum selber spielen. Du kannst dich ja selber heilen und sowas alles. Das ist mega nice. Du bist halt nicht auf andere angewiesen, ne, als AOE-RM. Ich würde trotzdem empfehlen, auch wenn du nicht Bock hast, auf zwei Accounts zu zocken, dann lieber immer einen schlagen, damit der Level, sowas sagt, keiner ab Level 70 oder so. Ein Buff-RM ist halt schon recht wichtig zu haben. Ja. Und gerade jetzt aber auch bei, ich sag mal, Ringmaster, bei Ele. Und bei Ranger, der kann auch einfach auf dem Board folgen, das heißt, der muss gar nicht aktiv irgendwie nebenbei offen sein oder so. Ja, das geht auch. Das ist der Vorteil von den HNR-Klassen. Aber auch in einem Tag mit RM, achso, meine RM mit Moonbeam hochgezogen, so krank das geht in einem Tag. War's ordentlich. Finde ich nicht schwer als Moonbeam-RM. Was mit Moonbeam-RM? Das ist nicht so schwer, den hochzuziehen in einem Tag. Ja. Machen ja viele, sieht man ja überall, also ist ja, muss ja sehr beliebt sein. Ja, das sind so viele Bots, ja. Was? Nein, das sind alle Spieler. Alles Spieler. Veganer, das sind alle Spieler. Das Game ist nicht bot-verseucht. Die Ads dürfen gleich kommen. Ja. Was soll ich machen? Alle weg, oder Ja, wir wechseln dann auf die andere Seite. Da ist die der Ads. Erste. Ich hab letztes Mal auch meinen Ringmaster gelevelt mit Moonbeam Stick und. Macht kein Damage auf die Ads. Mit Moonbeam Stick und Ding gehauen und dann kam der GM und hat mich angeschaut. Was ich mache und ich zeige ihm einfach nur mein Hintern in Game. wenn du da mit einem Moonbeam Assist rumrennst und blaue Wings an hast, dann bist du wahrscheinlich schnell mal gebannt. Vielleicht. Ja, aber. Halt schaufelig, das Ding war plus 5, das Gear war plus 6. Na. Es war weg, also ich bin kein Bot gewesen.
Was so machst du so jetzt mit dem? Also ne Fest. Spazieren. Müssen wir den später auch noch killen, oder? Ja, es kommt jetzt darauf an, wie viele er noch spawnt. Okay. Moonbeam war echt nice zum Level. Damals habe ich ja von 15 bis 60 mit Moonbeam gelevelt und von 60 bis 130 mit 133 mit Merkaba, ohne jemals zu supporten, ist schon cool, aber im High Level zieht es sich echt. Ich finde, du kannst aber im High Level jetzt, was natürlich anstrengender ist, kannst aber halt Merkaba und Burst Crack echt gut benutzen, um die Monster schnell zu killen, ne? Und auch dadurch schneller zu leveln. Was? Das war ein Instant. Ja, das war die Instant-Kreise. Das ist so dämlich, dass sie diese immer machen. Manche macht auch die großen Kreise einfach instant. Zum da Glück ging mein Heal noch 15 Sekunden. So, jetzt den anderen da, oder? Ja. Ja, er hat einen zweiten gespawnt. Er hat einen zweiten. Wie war das, man also muss den neuen zuerst machen? Oder wie war das? Gleiche A-Karte, drei Stück. Aber wir hoffen es doch. Ja, für jeden eine, wir kriegen insgesamt 8 Stück. Ja, ich verzichte, ich hab schon. Eigentlich müssen wir den beim Boss machen. Ich zieh den, versuche ihn mal mit dem Skill zu pullen. Ja, hat geklappt. Lustig. Nee, doch nicht. Wind B fürs Feeling, Kappa. Haben wir 3. Die dürfen nicht sterben, oder? Doch, die dürfen sterben. Das Spotter halt 9, aber. Ich brauch die eh noch für die Quest. Achtung, Kreis. Verteilerkasten oder Arraktor? Wer hat wohl besseres Gear? Arraktor. Arraktor hat komplett perfektes Gear. Na, also abgesehen von den Karten, oder? Ja gut, er hat alles von den B-Karten, ne? Also, ich muss jetzt die B-Karten nur noch durch A-Karten ersetzen und dann hat er komplett perfekt. Komm. Ja, er hat wieder der Instant General gespawnt. Wir dürfen die nur low hauen. Auf 20%, dann zählen die trotzdem. Ja, die ich bin auch dead. Na, die Generals unter 20%. Ach, der Arraktor hat gekrittet? Nö. Liegst du? Warum denken alle, dass Arraktor gekrittet hätte? Weiß ich auch nicht, haben wir jetzt schon mehrere gesagt. Na. Ich war bei EPVP an Street, verkaufe bestes Blade Equipment auf Boding. Oh. Weil sein komplettes Zeug auf dem Justice Server Markt verkauft wollte. Achso? Achso, ja, hatte er mal ja, vor, gut. Aber. Hat er schon fast jeder mal gemacht. Ja. Wenn man mal gerade eine schlechte Phase hatte. Justice, die Elite. Alle sterben. Boah. Ich würde ja auch retzen, aber ich habe hier irgendwie so eine Horde hinter mir, wenn ich stehe, bleibe ich, glaube ich. Oh, Madara ist. Oh! Ich bekomme nur. Ich bin Matakelu. Spielst du kein GW mehr? Zurzeit nicht so. Man muss halt sagen, mit dem neuen Update. Macht mir Jester im Guild War nicht mehr so wirklich Spaß. Es fühlt sich irgendwie alles so, ja, weiß nicht. Unspaßig an. Oh mein Gott, Kira. Oh, können wir, konnte man mit denen nicht irgendwie an Arsch der Welt gehen? Und ja, dann, ja, du musst weiterlaufen. Nee. Hab ich nicht gezählt? Nee. Eigentlich dieses Mal müsste den letzten, den er gespawnt hat, halt runterhauen. Ich kann halt nicht stehen bleiben, diese Horde, die hinter mir herrennt. No. Behindert. Wenn ich heute über den Battle Pass hole, hält der 30 Tage oder nur die Season über, weil der glaube ich ja bald vorbei ist. Es hält nur die Season über. Also man kann sich den theoretisch am letzten Tag holen und der würde am nächsten Tag auslaufen. Ne? Also da auf jeden Fall aufpassen. Du kannst den Season Pass auch zum Beispiel, wenn es um die Belohnung geht, erstmal den Season Pass so weit spielen, wie du schaffst und dann erst kaufen, wenn du sagst, okay, du kannst auch wirklich fast alles abholen. Wir müssen hier schon downhauen irgendwann, ne? Ja, dem was ich habe, ist glaube ich der letzte, wo gespawnt wurde. Ja, also fang mal mit dem dann bitte an. Und dann die anderen halt, wenn es sein muss, auch auf 20% runter.
Ihr müsst den nicht killen, weil sonst spawnt er halt neu. Wir sind ja alle voll live. Ich bräuchte noch irgendwann Rebuffs, wenn es geht. Oder alles gut. Ich weiß, bei dir Bands gerade an allen Ecken enden. Ja. Oh Mann, ey. Überall. Ich hasse manche quitten 4-2 Wochen wie Shindy, manche quitten 2 Monate wie Kairi und Strange, manche quitten für 5 Stunden wie Akbar. Ja. Ist halt immer meistens die, die am lautesten rumschreien, dass sie quitten und keinen Bock mehr haben und so, sind halt die, die dann auch am schnellsten wieder da sind. Es gibt so ein paar Spezialisten, die alle 2 Wochen irgendwie quitten, sich neues Zeug kaufen und wieder quitten und... Ja. Er ist halt Flife, die hast Liebe, ne? Ja. Dann fange ich an zu buffen und schon kommen wir in den Kreis. Ja, ich hab Mantis sein, das ist schon mal ganz gut. Ja, ne? Das schlaue Chester. So, welcher war jetzt der letzte? Nicht der hier, hm? Du bist ja nicht schon low. Das weiß ich, warum niemand Stormpeak läuft. Der, den ich eben im Target hatte, der ist jetzt wieder full life. Was geht denn hier ab? Die schicken eh irgendwie ein bisschen der AP. Pass läuft noch länger, aber die Belohnung kannst du nur bis zum 4. 5. holen, ja. Spielt Nutix noch? Der hat da doch auch krankes Gear, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nautix hat heute wieder einen Post gemacht, überall auf dem Discord, dass er perfektes BP-Equipment kauft und 20er Schmuck und alles. Aha. Also, so viel dazu. Aber warum, heißt der nicht Nutix? Warum denn Nautix? Oder ist das ein Insider irgendwas, oder? Nee, da heißt doch nicht Nutix. Das ist ja von Fleisch, ja. O und U ist da Nu. Nu. Ja, Nu aber. Ja, aber na Nu. Ja, Alex. Oh, finally. Yeah, Len KC. Warum ist er jetzt umgefallen? Die drei Großen leben noch. Ja, weil ja, einer... Einer unter 20% ist dadurch. Yay, Len KC. Yay. Hey. Alles, den brauche ich, den nehme ich. Toll. Noch Icy. Ich war so, hab mich so gefreut, darüber, dass wir jetzt was bekommen. Und noch eine Fire C, auch neat. Pass. Dann rennt mal raus. Bis er nicht mehr spielt, spätestens in 2 Wochen ist er wieder da. Da, B. Du sagst ja auch 11. Big. 11. 11, ja, na, 11. Ich sag 11. 11.